bei mir in der Leitung ist Ilja Papa. Hallo Ilja. Hallo. Schön, dass du dir die Zeit genommen hast. Dir brannte es ja schon ziemlich unter den Nägeln, als wir diesen Termin da fixiert haben, hast du gemeint, na, hoffentlich ist es nicht zu spät. Ich möchte dich doch jetzt nur kurz vorstellen, deine Biografie. Also geboren wurdest du am 9.06.1957 in der Heimat des Odysseus auf der ionischen Insel Kefalonia nahe eines 500 Jahre alten Klosters. Korrekt. 1964, kurz vor deinem siebten Geburtstag, bist du nach Baden-Württemberg ins Örtchen Geilingen an der Schweizer Grenze nach Deutschland übersiedelt. Hast deine Ausbildung als Versicherungs- und Finanzfachmann, vorher auch als Kfz-Techniker, du wolltest Fahrzeugrestaurator werden. Korrekt. Und hast dann am Ende für einen großen deutschen Konzern gearbeitet und Mitte 94 begann dann die Wende. Ilja Papa hat also eine schwere Umweltvergiftung. Und ab 97 hast du dich dann völlig dem Hobby des Wissenssammelns und der Welterforschung allgemein verschrieben. Du bist Autodidakt, sprichst Deutsch, Englisch, Italienisch und Griechisch. Und ja, Ilja Papa beschäftigt sich mit einigen ungewöhnlichen Themenbereichen und ist der Meinung, die Weltformel der interatomaren Kommunikationsbasis zwischen belebter und unbelebter Materie entdeckt zu haben, die letztendlich unsere Welt aufbaut und steuert. Das heißt wirklich eine Theorie über so ziemlich alles. Das ist richtig, ja. Nun, dann würde ich sagen, leg doch einfach mal los. Ne? Also es sind alle schon gespannt. Einige Hörer tummeln sich im Chat und im Stream. Ja, vielleicht sollte man gerade da anfangen mit dieser Erkrankung von mir. Und zwar also kurz vor oder kurz nach meinem 38. Geburtstag ist mir aufgefallen, dass mir damals also die Summe von D-Mark 57.960 bezahlt haben an Jahrespacht für die Gaststätte, die ich damals gepachtet hatte. Und an dieser Zahl ist vor allen Dingen das merkwürdig, dass es eigentlich meinem Geburtsdatum entspricht. Also die 57 entspricht der Jahreszahl, wobei das also Dreiteilerzahl ist, weil 3 mal 19 ist 57, dann die 9 und die 6 für den Tag und den Monat, jeweils auch wieder Dreiteilerzahl, also einmal die 9 als sogenanntes Primdreieck, also 3 mal 3 ist 9 und 2 mal 3, also die erste zwei Primzahlen überhaupt. Dann muss ich ein bisschen weitergreifen, also ins Jahr 2008 rein, Mitte 2008, also nach knapp 44 Jahren, wo ich jetzt in Deutschland lebe, entdecke ich denn, dass im Ort, also im Ortsnamen besser gesagt, wo ich wohne, mein Vorname rückwärts geschrieben drin ist. Und das ist ein bisschen eine sehr, sehr außergewöhnliche Geschichte. Und nach den 12 Jahren, wo ich da eben jetzt letztendlich an einer ganzen Sache recherchiere, und zwar wirklich hardcore recherchiere, das heißt also jeden Tag so zwischen 15 und 18 Stunden auf dem Popo sitzen und irgendwelche Texte studieren und allem drum und dran, muss ja also sagen, dass, ja, also an meiner Geschichte ist da schon ein bisschen was dran, was sehr, sehr dick ist. Aber fangen wir vielleicht einmal von vorne an. Ja. Du sprichst da von Orte des Kraftenergiesystems in Verbindung mit Pyramiden, ja. Menhiren, Dolmen und Monolithen als Zeitgenerator. Das ist eigentlich einer der faszinierendsten Dinge. Ich hab das Buch von dir erhalten, die USA, der 11.09.2001, 43 Präsidenten, 227 Jahre US-Kriege und die Weltformel. Und ähnlich dicht gepackt wie der Titel ist auch das Buch. Also da kommt von den Beatles über 9-11 bis zu den Schlümpfen buchstäblich alles vor. Es ist phänomenal, was da alles mit einbezogen wird. Kern des Ganzen ist aber diese Zeitgenerierung und wie das da funktioniert. Also fangen wir einfach von vorne mal an und bevor wir zu den Primzahlcodes etc. kommen. Dass die der springende Punkt an der ganzen Geschichte war eigentlich der, so wie jeder andere Mensch oder so, macht man sich natürlich auch selber Gedanken, wie funktioniert unsere Welt, was ist eigentlich Sinn des Seins? Und ich habe mich eigentlich schon als kleines Kind, also sobald ich lernen oder lesen konnte, habe mich dafür interessiert, also für alles Mögliche. Alles, was irgendwie mit Wissen zu tun hatte, war mein Ding. Also ich habe schon von Kind auf eigentlich jeden Tag so 2-3 Stunden Minimum immer gelesen. Ich kam auch nie am Buch oder an einer Zeitschrift vorbei, ohne dass ich da zumindest mal reingeschaut habe. Lange Zeit, ja, ein bisschen so am Rande natürlich auch für die Thematik interessiert, wie beispielsweise Bermuda-Dreieck oder die ganze Theorie und Verdeutlichungen von Däniken.
Dann war eigentlich lange Zeit Ruhe. Dann bin ich 20 Jahre lang mehr oder weniger genervt worden von meinem Bekannten und Freundeskreis. Ja, du musst da unbedingt mal, noch schon da muss man reingucken und so. Und da stehen ganz geile Sachen drin. Und ich habe mir immer an den Kopf gefasst und immer denkt, Moment mal, was wollt ihr mir eigentlich hier erzählen? Weil damit irgendjemand eine Prophezeiung machen kann über etwas, was eigentlich logischerweise gar nicht existieren kann, nämlich unsere Zukunft, dann müsste diese Zukunft eigentlich schon existent sein. Kurz gefasst, ich habe mir dann irgendwann mal tatsächlich ein Buch über Notre Dame gekauft, und zwar ein sehr spezielles von Kurt Allgeier, das ich übrigens auch als eins der besten einstufe. Guckt da rein und fasst mir den nochmal an den Kopf und sagt mir, also wenn das stimmt, was hier drin steht, dann stimmt irgendwas mit unserer Welt nicht. Und das, was mit unserer Welt letztendlich dann nicht stumm hat oder so, weil eben diese Geschichte mit der Zeit. Die Geschichte mit der Zeit, die also du sagst also, wenn jemand über die Zukunft tatsächlich Vorhersagen machen kann, die dann auch im Falle eines Nostradamus, gibt es natürlich viele, die sich streiten, aber zu einem gewissen Grad eintreten, dann muss die Zukunft bereits passiert sein. Das ist absolut richtig. Und zwar ganz einfache Geschichte. Also ich bin letztendlich dann nach meiner wirklich sehr, sehr tiefgehenden Recherche, wo ich mich also nicht unbedingt da anknüpft habe bei der Auslegung von bestimmter Prophezeiungen, sondern habe wirklich nur die Prophezeiungen genommen von Nostradamus, wo eindeutig ersichtlich ist, dass da bestimmte Sachen vorausgesagt werden, also ohne Wenn und Aber, die ganz klar belegen, dass diese Daten also keinesfalls von irgendeinem Seher quasi oder von einem challenging Medium, wie es heute heißt, können von irgendwo hergeholt worden sein. Und wenn es denn wäre, dann brauchen wir auch unbedingt diesen einen Umstand, dass eben diese Zukunft, also Nostradamus ist ja geboren worden 1505 und ist gestorben, glaube ich, 1568 oder sowas. Und auch in dem Augenblick, wenn er es quasi als Channeling-Medium diese Daten geholt hätte, dann hätte müssen diese Zukunft, über die er berichtet, zu dem Zeitpunkt quasi schon gegenwärtig gewesen sein müssen. Das heißt, da hast du irgendwie dir gedacht, da ist irgendwas faul, und auf was bist du dann gestoßen? Da ist was mega faul tatsächlich. Und zwar, ich bin dann einfach hingegangen und habe zwei Sätze von ihm genommen, wo er beispielsweise behauptet, dass irgendeine Entwicklung zum Beginn des zweiten Jahrtausends, also vor rund 1000 Jahren, eingesetzt hätte, und zu Beginn des dritten Jahrtausends, also quasi um diese Zeit rum, die wir jetzt gerade im Moment haben, den wieder gestoppt würde. Und dann habe ich mal einfach ein großes Lexikon bemüht und habe mal geschaut, was war denn da irgendwie Aufsehenerregendes, was da vor 1000 Jahren begonnen hat. Und da fielen dann nachher zwei Sachen dabei auf. Und zwar die eine Sache war diese Geschichte mit den sieben sogenannten Kreuzzüge, die in Wirklichkeit aber nicht sieben waren, sondern neun. Und weil die zwei Kinderkreuzzüge meistens nicht mit einbezogen werden. Und dann muss man sich bei den Kreuzzügen also vorstellen, dass sich da irgendwelche Leute gruppiert haben aus ganz Europa oder so. Und das war also keine kleine Menge, sondern das waren teilweise bis zu 250.000 Leute, die da unterwegs waren. Und dann muss man sich den Weg mal vorstellen, also meistens hat es irgendwo in Köln oder in andere sogenannte heilige Städte begonnen und hat dann sich auf den Weg gemacht Richtung Heiliges Land. Und wenn man sich vorstellt, was übrig bleibt, wenn da 250.000 Leute sich auf den Weg machen, am Wegesrand quasi, die müssen ja irgendwo essen, die müssen ja irgendwo ihre Exkremente denn loswerden und allem drum und dran, alle Dinge. Oh, die sind ja nicht geflogen oder mit dem Zug gefahren, sondern die waren ja meistens zu Fuß unterwegs. Dann kann man sich vorstellen, was da eigentlich los war. Das Zweite, was da nachher war, was sehr stark ins Auge gestochen hat, war, dass sehr, sehr plötzlich, und zwar nicht nur an einem Ort alleine, die Kathedralebaute begonnen haben. Und zwar Kathedralebaute, muss man sich vorstellen, da ist jetzt wirklich wie aus dem Nix raus, also ähnliche Entwicklung wie im alten Ägypten, wo man auch historisch oder wissenschaftlich nicht nachweisen kann, woher das dieses Wissen denn herkam, plötzlich irgendwelche Baupläne da waren, also die sehr, sehr filigrane Bauwerke quasi darstellten und die letztendlich auch verwirklicht wurden. Und man hat nachher also runde 200 Bauwerke zur gleichen Zeit im Bau gehabt. Ich habe sehr gute Beispiele vom Freiburger Münster, das übrigens auch auf dem 48. nördlichen Breitegrad liegt. Oder genau, der verläuft genau dazwischen drin. Und der bei Nostradamus also quasi explizit, Entschuldigung, jetzt habe ich das Wort gerade nicht, erwähnt wird. Und zwar steht der wiederum im Zusammenhang mit dem Geburtsort von Albert Einstein und Hitler.
So, und gehen wir in der Geschichte ein bisschen weiter, damit man sich ein Bild machen kann, was das eigentlich für ein Aufwand war. Im Fall von Freiburger Münster mussten die Stadt also sogar 200 Jahre den Bau unterbrechen, weil sie einfach schlichtweg das Geld nicht gehabt haben, weil sie quasi von einem Herrn, den sie hatten damals, also die ganze Stadt und die ganze Leute, die da drinnen waren, quasi das Eigentum waren, mussten sie aufhören mit dem Bau und konnten das quasi erst danach fortsetzen. Also der Freiburger Münster hat mal letztendlich also runde 300 Jahre gebaut, bis es fertiggestellt war. Und jetzt fehlt mir aber ein bisschen der Zusammenhang mit dem Kraftenergiesystem. Wo ist der jetzt? Das ist eine ganz einfache Geschichte. Sämtliche Kathedralenbauten sind eigentlich auf altheidnische Kultplätze errichtet worden, die schon immer bekannt waren, dass sie quasi so eine Art Orte der Kraftsystem oder Orte der Energiesystem gebildet haben, die verknüpft sind mit der ganzen Steinsetzung. Also egal, ob das jetzt Tumuli sind, Dolmen, Menhire, die ganze Anlage von Stonehenge beispielsweise oder die ganze Steinsetzung in der Bretagne. Die münden letztendlich alle auf dem gleichen System, und zwar gibt es da auch ein phänomenales Buch dazu, wo überhaupt der Erste bisher auf die Idee kam, zumal diese ganze Sache ein bisschen untersuchen, und zwar indem er das GPS-System quasi gemessen hat, wo die Steine genau stehen, und dafür eine Karte angefertigt hat, die eigentlich ganz Europa und einen Teil von Osteuropa mit einbezieht. Und wenn man sich diese Karte den betrachtet, dann muss man feststellen, dass das quasi wie so eine Art Gitternetzstruktur hat und eine ganz bestimmte geophysikalische oder biophysikalische Wirkung auch mit einbezieht. Das heißt, diese Kathedralen, Pyramiden, dumme Frage, was sind Menhire? Menhire sind ganz einfach große Steine. Große, okay. Kathedralen, also Pyramiden, wie große Dolmer Steine. Oder wie ein Monolith. Monolith bedeutet übrigens aus dem Griechischen raus, zufälligerweise gerade nur Einstein. Da kommen wir nachher noch ein bisschen mit der Geschichte mit Gott Kronos und seinem Sohn Zeus noch ein bisschen. Da kommen wir als nächstes. Aber das heißt, all diese Dinge zusammen ergeben dieses Kraftenergiesystem, das auch den Fluss der Zeit steuern soll. Nein, aha. Man muss sich das in etwa vorstellen, wie unser ganz normales, gewöhnliches Handynetzsystem, also man hat irgendwelche Sendemasten dastehen oder so, wo die Handys eben letztendlich quasi die Empfänger und Sender eines bestimmten Signals sind, und bei diesen ganzen Steinsitzungen und bei der ganzen Kathedrale handelt es sich letztendlich um ein ähnliches System, nur halt in einer anderen Form umgesetzt. Und dieses System hat aber im Endeffekt genau die gleiche Wirkung wie beispielsweise also Signalabgabe und Signalempfang. Nur in dem Augenblick ist quasi der Signalempfänger und der Signalabgeber ist eben nicht ein technisches Gerät, sondern der Mensch an sich. Na gut, aber das habe ich ja jetzt dann gesagt. Also diese ganzen Bauwerke zusammen ergeben ein System, das auf dieser Ebene steuernd einwirken kann. Korrekt. Das ist eigentlich die Zeit generiert, oder besser gesagt, der Zeitakt im biophysikalischen Sinn eigentlich abgleicht. Weil, aber das ist ziemlich, ich meine, da habe ich Probleme zu verstehen, wie jetzt Kathedralen mit der Generierung der Zeit zusammenhängen. Also, okay, ganz, du sagst ganz einfach, also wenn man sämtliche Kathedrale ein bisschen tiefer untersucht oder so, wird man immer feststellen, dass die meisten zu Orte erbaut sind oder so, wo unten drunter also eine Quelle ist, also Wasserquelle ist. Beim Wasser muss man wissen, dass Wasser eben nicht irgendein Stoff ist oder so, also nicht der Stoff, mit dem man duscht und badet und mit dem man sich die Zähne putzt, sondern Wasser ist eigentlich der Energieträger überhaupt im ganzen Universum und zum anderen auch ein Datenspeicher, der beispielsweise auch in der Akasha-Chronik beschrieben wird, wie er sich als Band um die ganze Welt spannt oder so. Und wenn man sich alleine nur vorstellt, wie viel zig Milliarden von Tonnen von Wassermoleküle alleine nur in der Atemluft